Das ist Nala, eine altdeutsche Schäferhündin. Sie spielt nicht nur, sie trainiert. Eine wichtige Aufgabe steht bevor. Hallo Nala. Als Schimmelsuchhund reist sie gemeinsam mit Sonja Stefani durch Bayern, um Wohnräume zu untersuchen. Sie kennt schon die Messkoffer, wenn ich den dabei habe und so. Die weiß schon Bescheid, um was es geht. Die freut sich schon, ja. In der Früh schon, wenn wir aus dem Haus gehen. Du hast noch einen Moment Pause. Ich komme dann gleich. Bevor sie loslegen darf, will sich Sonja Stefani einen Eindruck vom Einsatzort verschaffen. Das Ehepaar Dippel aus Simbach hat sie engagiert. Verdacht auf verdeckten Schimmel im Haus. Ich habe halt schon seit längerer Zeit einen starken Schmerz gehabt in der Brust. Und ich bin halt dann auch wieder da gegangen. Aber dann in der Spätschicht bin ich heimgegangen, weil ich so wenig starken Schmerzen gehabt habe. Und ja, das ist halt dann, dann bin ich ins Krankenhaus nach Passau gekommen. Und da ist es dann festgestellt worden, dass ich also extrem auf Schimmel reagiere. Also ich habe auch jetzt noch Lungenentzündung. Die habe ich nach wie vor noch. Und ich muss halt jetzt eine sehr hohe Dosis Cortison muss ich nehmen. Die Ursache Schimmelallergie. Aber im Haus konnten die Dippels nichts finden. Sonja Stefani macht zunächst eine Bestandsaufnahme. Wo könnte es Befall geben? 80% aller Schimmelpilzquellen sind verdeckt. Die muss man nicht unbedingt sehen. Also es ist auch schon vorgekommen, dass sich mein Hund von einer weißen Wand abgesetzt hat. Weil der Schimmelpilz, auch wenn man ihn noch nicht sieht, schon Stoffwechselprodukte und Toxine ausscheiden kann, die dann auch gerade für Leute, die ein Problem mit der Lunge haben, da eine Unverträglichkeit haben, schon gefährlich werden können. So, dann schauen wir jetzt in den Keller runter. Ja. Da können Sie mir jetzt so zeigen, wo das Problem im Hochwasser war. Ich sehe den Fleck schon. Ja. Also das Wasser ist circa bis da rauf gestanden gewesen. Und wir haben es halt zu spät, von der Arbeit gekommen und ja, das ist gestiegen. Und wir haben dann auch geschaut, ob wir das Wasser rausbringen und hat halt dann viele Stunden gedauert, bis wir den Keller wieder leer gebracht haben. Und haben dann noch gleich die Trockengeräte aufgestellt. In einem feuchten, unbeheizten Keller kann sich schnell Schimmel bilden. Die Expertin misst die Baufeuchte der Wand. Es ist ein komplett trockenes Mauerwerk. Was heißt das? Das heißt, da war mal was, aber jetzt ist es trocken. Jetzt ist Nala an der Reihe. Nala, arbeiten! Aber hat der Hund auch Lust auf Arbeit? Da grundsätzlich immer Lust, Schimmel zu suchen, aber er sucht ja eigentlich keinen Schimmel, sondern er sucht sein Spielzeug. Das Spielzeug habe ich dabei. Das sieht so aus. Und für dieses Spielzeug macht der Hund quasi alles. Und da geht es ihm nicht um Schimmel suchen, sondern nur, dass er dieses Spielzeug sicher arbeitet im Endeffekt. Genau. Ich habe jetzt hier in dem Arbeitsoutfit, das ziehe ich nur an, wenn der Hund Schimmel suchen soll. Das habe ich also zu Hause nie dabei. Und auch der Hund bekommt sein Arbeitsoutfit nur an, wenn er wirklich arbeiten soll. Der läuft bei mir zu Hause auch nicht rum und sucht wild nach Schimmel. Das ist der Klicker. Wenn das klickt, wenn er mir gezeigt hat, dass da Schimmel ist, dann bekommt er auch sein Gummispielzeug entsprechend. So ist sie fein. Die freut sich auch schon, man hört schon ein bisschen wedeln. Nala und Sonja Dippel sind das einzige offiziell zertifizierte Schimmelspürhundteam in Bayern. Anderthalb Jahre wurde Nala ausgebildet, nach den gesundheitsgefährdenden Sporen zu suchen. So. Einmal Hallo sagen, Sie dürfen ruhig hinfassen, ist ganz brav. Die Gewissheit, das ist jetzt das, was ich möchte. Kann man jetzt da ganz normal wieder herinnen wohnen? Muss man Angst haben oder was? Und also das hoffe ich schon, dass wir jetzt da endlich Gewissheit haben. Die Dippels setzen all ihre Hoffnungen auf den Hund. Der hat gelernt, mir Schimmelpilzbefall in verschiedenen Ebenen anzuzeigen. Das heißt, wenn was aus dem, im Bodenbereich ist, dann legt er sich hin. Weiter oben setzt er sich ab oder er friert dann ein, bewegt sich gar nicht mehr in der Position. Und ich habe gelernt, das entsprechend zu interpretieren. Und da arbeiten wir jede Woche dran. Wir trainieren auch zu Hause regelmäßig in Objekten. Jetzt hängt alles von Nala ab. Such schon mal. Die Dippels schlafen seit Wochen in diesem Gästezimmer, da sie in ihrem Schlafzimmer Schimmel befürchten.
Hunde riechen Schimmel 1000-mal stärker als Menschen. Sonja Stefani wartet zuerst am Eingang, damit Nala unbeeinflusst suchen kann. Die Hundeführerin weiß, wenn Nala nichts findet, dann kann sie sich darauf verlassen. Gut, fein gemacht. In dem Raum ist nichts. Also wir haben überhaupt keine Chance, das zu riechen in der kleinen Konzentration. Für sie genügt es schon. Es liegt halt an mir als Sachverständige, entsprechend das zu deuten. Jetzt geht's ins Schlafzimmer, dem wichtigsten Raum. Such schon mal. Gründlich sucht die Schimmeldetektivin alles ab. Auch in der Matratze verstecken sich oft die giftigen Sporen. Bisher sieht alles gut aus. Nala hat Schimmel entdeckt. Hey, super gemacht. Die Belohnung. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es sich um einen größeren Befall handelt. Ich werde es mir nachher noch mal ganz genau anschauen, wenn der Hund aufgeräumt ist. Aber da hat man jetzt zwei Anzeigen. Zusätzlich habe ich die Matratze überprüft. Das war für sie unspektakulär. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Matratze gut ist. Das Badezimmer. Ein Ort, wo sich oft Schimmel versteckt. Noch ein Fund, aber nur ein paar Spuren. Nicht dramatisch und für ein Badezimmer eher normal. Super! Aus! Jetzt geht's in den einst überschwemmten Keller. Die Wahrscheinlichkeit, hier fündig zu werden, ist besonders hoch. Schwammel. Täglich atmen wir Millionen Schimmelsporen ein. Für die meisten Menschen kein Problem. Bei jemandem mit einer Vorerkrankung wie Christian Dippel können jedoch auch kleinere Vorkommen schon Probleme machen. Aber auch im Keller nichts. Glücklicherweise gibt es keinen großen Schimmelpilzbefall im Haus, was ja ursprünglich vermutet worden ist. Sowohl die Messergebnisse, die ich genommen habe mit meinen Geräten, als auch die Anzeigen von der Nala deuten darauf hin, dass wir schon Probleme haben mit Feuchtigkeit, wo Kondenswasser auftritt, jetzt am Türrahmen oder im Heizungsbereich. Aber nichts Großartiges, was man nicht wieder in den Griff bekommen könnte. Ich bin jetzt froh, dass wir da nichts gefunden haben. Muss ich sagen, weil man tut ja doch Gedanken von den Gedanken her, was macht man, wenn jetzt doch was befallen ist, muss man ausziehen oder nicht. Und da wir ja gern da wohnen, weil es uns unwahrscheinlich gut gefällt, ist das schon das Ergebnis super. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit da drüben geschlafen und jetzt können wir nachher wieder in unserem Schlafzimmer schlafen. Das ist schon schön. Der kleine Pilzbefall im Haus kann nicht der Grund für seine Erkrankung sein. Möglicherweise stammt die Ursache für seine Allergie noch vom Helfen während des Hochwassers. Abschließend gibt Sonja Stefani Empfehlungen, damit das Haus komplett schimmelfrei wird. Nala hat die Suchaktion perfekt gemeistert. Jetzt freut sie sich, dass sie sich wieder entspannen kann.